jetzt geht es musikalisch weiter hier in der Late Night. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier hinzukommen. Putzmarie aus der Schweiz, beziehungsweise ihr kommt heute gerade nicht aus der Schweiz, sondern aus Prag und seid jetzt quasi von 9 Stunden auf der Autobahn sofort auf unser Sofa gekommen. Und ich kann euch nur danken, denn es geht gleich wieder weiter auf die Bühne. Es ist ganz schön anstrengend so als Rockstar, oder? Ja, als Rockstar, also ich glaube, man kann das nicht als Rockstars bezeichnen. Nein? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die reisen viel bequemer. Ach so, okay. Also ihr kommt gerade in einem Van an. Ich glaube, viele Bands müssen so verreisen. Ihr seid das heute Abend in Köln das letzte Mal auf Tour, also die letzte Performance. Wart jetzt die letzten Wochen unterwegs mit eurem neuen Album. Masoch heißt es. Und wir werden auch gleich Pornstar das Video zeigen. Wie ist es gelaufen bislang? Wie haben die Leute euch in Empfang genommen? Ja, sehr, sehr schön, sehr herzlich. Doch, war toll. War schön. Ja. Ich habe in eurer Bio gelesen, dass ihr, also man hätte davon ausgehen können, dass ihr gar nicht mehr zusammenkommt als Band, weil du auf Solo-Projektfaden warst, du warst in New Mexico verschwunden, du warst in New York, Max, und wo warst jetzt du? Du hast einen Gitarrenladen aufgemacht. Ja, ich habe in Biel einen Gitarrenladen auf. Und wie kam es denn doch dazu, dass ihr euch wieder zusammengetan habt, um Masoch aufzunehmen? Also eigentlich haben wir uns gar nicht aufgelöst. Ach so, das war eigentlich nur ein Gerücht. So. Ah, okay. Für uns war das, glaube ich, immer klar, dass wir weitermachen. Irgendwann ist es, ja. Ich finde, euer Album ist sehr vielseitig, hat sehr viele verschiedene Genres. Also da wird auch von Rock, von Indie, Pop-Mischung zusammengesprochen. Wenn man sich Pornstar so anhört, würde man nicht unbedingt das Video erwarten, was sehr, sag ich mal, also ich kann mir vorstellen, dass ihr von vielen Fernsehsendern auch gehört habt, oh, das können wir nicht zeigen, zumindest nicht zu bestimmten Uhrzeiten. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wir schauen uns das gleich an und dann könnt ihr euch zu Hause auch mal selber eine Meinung davon machen. Ich finde es sehr cool gemacht, aber es ist schon so, dass man denkt, huh, das sind aber ganz schön harte Bilder. Ja, wir haben uns gar nichts gedacht. Nee? Nee. Also wir haben das einfach gemacht und wir wollten irgendwas machen, wo wir nicht unbedingt langweilig finden. Mhm. Und dann hatten wir die Idee und dann ist das so rausgekommen irgendwie. Und wir fanden das, also wir hätten es ehrlich gesagt fast noch härter gemacht. Es hatte nämlich noch viel härtere Bilder. Aha, ja, dann, Igor, erzähl doch mal, was für härtere Bilder da zustande gekommen sind. Also ja, da gibt es so diese super lange Strip-Szene von einem guten Freund von uns, die war wunderschön, aber ziemlich hart. Da gibt es dann immer so ganz eine kleinen Ausschnitt. Oh, schade eigentlich. Das ist dann privat. Ja. Max, bei solchen Videodrehs, habt ihr dann auch nur Freunde dabei, die mitmachen? Oder sind das auch gecastete Leute, die bei so einem Videodreh mitmachen? Nee, es waren keine gecastete Leute. Es hatte auch ein paar Leute vom Fach, Schauspieler. Aber sonst waren es eigentlich eher Freunde aus dem engeren Kreis, aus Biel und ja. Ich würde sagen, wir schauen erstmal rein, dann reden wir gleich noch ein bisschen mehr über eure Musik, über eure Seite, über eure Tour und über vieles mehr. Wir schauen uns jetzt an Putzmarie und Pornstar und ja, lasst euch überraschen.